Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Und heute spielen wir ein richtig geiles Bed Wars mit meinen Freunden André und Kalle. Lasst ein Abo und ein Like da, Freunde. Denn gerade 2.0 ist vor der Tür. Und wenn ihr die heftigsten Videos nicht verpassen wollt, Glocke aktivieren. Jungs, seid ihr bereit? Yes. Okay. Wie will die Map? Junge, André hat irgendwie Schmuani im Mund. Okay, die Map ist ultra geil, Freunde. Wir starten rein. Ihr wisst, Bed Wars. Und heute habe ich die fiesesten Tricks auf Lager in meiner Tasche, die ihr kennt. Habe ich die Map schon getestet und die Jungs wissen das noch nicht. Deswegen haben wir einen kleinen Bonus. Und zwar rushen wir direkt auf die Nebeninseln. Mhm. Zum Glück hören wir dich nicht, Odoman. Mhm. Zum Glück. Okay, Freunde, wir ziehen durch, wir ziehen durch. Runtergefallen. Wir müssen heute gewinnen. Oh. André, ciao, man fliegt auch 8 Jahre. Man fliegt halbe Stunde, nice. Das alles. Feier ich aber, sag ich dir early. Das Geile hier, Freunde, ist, wir kriegen so viel Holz direkt am Anfang, ohne Probleme, und wir ziehen durch. Okay, Freunde, wir ziehen durch. Ihr wisst, CC oder man pickt in den Item Shop für 7 Jahre gutes Glück. Deswegen muck nicht. Okay, Freunde, das Ding ist, wir sind jetzt schön in der Mitte, das kann ich den Jungs auch sagen. Und, Freunde, wir haben hier in der Mitte so einen Regenbogenkristall oder so. Keine Ahnung, was der macht. Aber wir haben hier in den Ecken Kisten und hier ist OP-Loot drin. Okay. Stinkebogen. Ich gönne mir direkt alle 4 Kisten, Freunde. Ja. Was ist hier drin? Ja. Jungs, muck lieber nicht. Oh. Bauen die nach? Was? Ja, bestimmt irgendwann. Was? Nein? Wieso? Fragst du? Ich wollte nur wissen. Vielleicht haben wir dann auch mal welche. Okay, wir essen den. Gut, oder? Wir nehmen den. Alles gut, Digga, alles gut. Ich bin gerade gut dabei. Aha. Haben mir gar nicht aufgefallen. Wollte ich nur mal kurz sagen. Ich bin, glaube ich, der Stärkste bis jetzt. Weil ich habe schon eine goldene Excalibur, Junge. Ach so. Ich habe gleich die Pistole. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Wir müssen ein bisschen hier leer machen. Ihr wisst, oh mein Gott, ich bin strong am Start, Freunde. Okay. Ihr wisst Bescheid, hier ist wieder dieser Chart in der Mitte. Den gönnen wir uns. Und... wer ist rot? Okay, keiner ist rot von den Boys. Ein Blau, komm. Okay, ich blau? Bin rot. Ah. Nice Shot. Muck nicht. Nice Shot. Bleib in deiner Base, okay? 27 Schaden. Mein Gott, Kalle! Ich hab dich vernichtet, hätte ich jetzt eine Kerze, will ich den André machen. Oh, danke für dein Coin, Bro. Danke für dein Geld. Ich danke für dein Metall. Ich wollte auch bitte. So, wir cappen erstmal hier die Brücke zu Kalle in Caps. So, gekappt. Sehr schön, Freunde. Nein. Wir müssen durchziehen, wir müssen durchziehen. Kalle, muck nicht. Ich sag's lauf dir. Lieber. Du weißt, André ist unser Erzfeind. Ja, genau. Sagst du mit warum deinen OP-Waffen? Ich hab keine OP-Waffen. Noch nie welche gehabt. OP-Waffen. Noch nie welche gehabt, Jungs. So. Ich schwör, ich hab keine OP-Waffen. Base auf 2, Jungs. Muck lieber nicht. Okay? Muck lieber nicht. Habt ihr schon Base auf 3? Sagt ehrlich. Ich hab nicht mal Base auf 2, glaube ich. Ich auch nicht. Ja, was seid ihr für Loser, Digga? Ja, sorry, dass wir die Map nicht schon 10 Stunden spielen. Ich hab die nicht 10 Stunden gespielt, ich hab die 5 Minuten gespielt. Ja. Bin ich euch ehrlich? Genau, ohne Mann. Warum warst du gerade eine Stunde weg? Das sag ich euch doch nicht. Kam der an, sei ehrlich. Ja, ich hab ihn gehört. Okay, Freunde, wir müssen auf Offensiv. Ihr wisst, wir sind die Offensiven. Okay, wir brauchen hier ganz, ganz viel Materialien, denn wir gehen direkt jemanden rushen. Aha, wen? Sag ich dir nicht. Ich würde nicht wollte, gehen, wenn ich du wärst. Kalle wollte mucken, Bro. Ich wollte gar nicht mucken. Kalle muckt immer. Hä? Kalle, entschuldige dich jetzt live on cam. Live on cam? Soll ich Camer machen? Ja. Verzeih mir, Otto. Okay, Freunde, wir sind gut am Start. Wir stinksen hier, Jungs. Wie sieht's aus? Seid ehrlich. Gut eigentlich, bei mir. Ja? Bei mir nicht so. Beschwören. Ja. Ich kann mich schon beschweren. Gut, dass es bei Kalle nicht so gut läuft. Weil Kalle wollte Stress am Anfang. Aber das ist sehr schlecht, auch dass es bei André gut läuft. Ja, also normal halt, ne? Nicht jetzt okay, über krass, aber... So, Freunde, wir müssen noch unsere Base ein bisschen aufpeppen, wenn wir auf Level 3 haben, weil wir brauchen den Eisenspawner und den gönnen wir uns jetzt. Und wir sind Level 3. Wir haben auch die Level 3 Perks aktiviert, Leute. Und wir haben hier richtig, richtig geile Waffen. Okay, 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 okay. Double Damage. Okay, Guards. Oh mein Gott, wir können uns Wachen kaufen, Freunde. Okay, das müssen wir uns auf jeden Fall nachher noch in Erinnerung belassen. Und in der Zwischenzeit machen wir mal hier eine kleine Base. Mhm, warum das denn? Damit du nicht mucken kannst. Und wir sind diese Schatz überhaupt? Nee, du bist auf dem Weg. Geh mal lieber weg. Kalle ist da? Nein. Du hast dich über meine Dings in die Mitte gebaut? Nein. Ekliger Mensch. Okay, Freunde, ich hab eine Idee. Wir können über alles reden, Odoman, okay? Über was willst du reden, Kalle? Zum Beispiel kannst du mir erklären, wofür diese komischen Kristalle sind. Ich weiß es selber nicht, Bruder. Perfekt, das weiß ich wirklich nicht. Sonst würde ich das sagen, wirklich. So lange habe ich die Map auch nicht gespielt. Weg von meiner Base, du... Du was? Netter Mensch. Du ohne Aim? Ohne Aim, hä?
Er geht halt direkt mein Bett waschen. So schade von dir. Ja, Bruder. Muss halt gucken, wo man bleibt. Andrea, wasch mein Bett. Ja, kannst hingehen, wenn du willst. Ich hab halt nichts Nein. mehr, danke, Bro. Sehr gut. Okay, Kalle, ich lass. Ich pickaxe dich. Er hat Spawnschutz. Ja. Ich hab 17 HP. Oh, snack ich mir dann mal. Kalle hat meinen ganzen Loot. Oh yeah, weil Kalle ist ja gut aufgehoben. Oh mein Gott. Nein, er hat meinen ganzen Loot, Bro. André, was hast du gemacht? No problem. Aber besser so, als hätte ich nicht gepickaxed. Was meinst du? Besser so, als hätte ich nicht gepickaxed. Mich? Ja, ja, okay, true. Da hast du recht, Digga. Das wäre echt schade. Aber ich konnte Kalle nicht töten, Freunde. Das heißt, man hat Spawn-Schutz oder so. So, wir machen jetzt wieder Full Life. So zweite Runde, man kann auch Bad Dings einfach machen. Was? Einbauen. Ja, ich baue auch einen. Kalle hat es aber nicht eingebaut. Der Troll. Base Level 4? Level 4? Ich bin nicht mal Level 2. Was? Hä, wie das denn? Oh yeah, boy. Woher hast du Level 4? Gute Freunde würden das jetzt sagen. Ja, einfach in der Mitte. True, da kriegt man Gold. Das war ein dummer Fehler, André, dass du das gesagt hast, Bro. Ja? Sag ich dir ehrlich, du bist jetzt tot. Oh nein. Sag ich dir wirklich. Freunde, sag ich ihm wirklich. Wirklich? Hm? Stimmt wirklich. Aber ich muss sagen, mit den Münzen kann man jetzt nicht so krassen Shit kaufen. Nee, das nicht. Das ist, oh doch, Double Damage, Bruder. Guards. Defensive und Guards. Ich hab Guards gekauft. Hä, hast du echt? Ja. So, Freunde. Und your team now unlock Peters Haus. Was? Wir können zu Peters Haus. Hä? Warte mal, ist es da oben? Warte, Jungs. Party-Batu. Oder hinter uns. Tatsache, über uns ist Peters Haus, dahin? Jungs. Hochbauen. Ich glaube hochbauen. Okay. Wilde Stuff, oder was? Leute, wir brauchen hier gut viel Mets. Und jetzt? Und warte mal, hier ist ein Peter-Copter, habe ich hier. Der kostet 800, tamam, Bruder. Wir müssen aber hinkommen. Weiß halt nicht, ob man da hinfliegen muss oder man sich hinbauen kann. Sonst bau dich mal hoch, vielleicht geht's ja. Bau mich jetzt auch hoch. Es gibt auf dem Dach auch Sachen. Man kann sich echt hochbauen. Okay, Leute, so. Dafür brauchen wir die Kristalle. Hm? Für Peters Haus, Jungs. Kann man da holen? Oh mein Gott, wie habe ich dich gerade geflickt? Du hast mich weggeslidet. Oh mein Gott, danke was? Für mein Loot. Danke für mein Loot, Bro. Ich dachte, ich bin smart und gehe einfach hinter ihm her. Danke für die Kristalle. Kuss für die drei Kristalle, Kalle erstmal. Oh, Kalle. Kalle Kristalle. Kalle Kristalle. Ah, das ist doch schön. Okay, Freunde, wir bunkern hier mal ein paar Sachen, dass wir nicht direkt alles verlieren. Und so gehen wir dann in die Mitte rein, Freunde. Ganz, ganz wichtig. Kalle hat mein Bett noch nicht irgendwie angegreift. Nee, ich war nett. Okay. Ich hab ein bisschen Angst vor André, Kalle. Lass mal ein bisschen unseren Streit entstreiten. Ich hab nicht mal mehr Waffen. Okay, lass entstreiten. Okay. Wie jemand, der entstreitet. Ich hab 5. Oh mein Gott, ich hab 5 Kristalle. Jungs, ihr seid so tot. Also, André, du bist so tot, meinte ich. Kalle, wir sind deine Freunde. Ja. Wir sind Freunde. Gut. Wir sind Freunde, hab ich gerade gemerkt. Bemerkt. So, machen wir erstmal hier die Brücke kaputt, Freunde. Ist Bescheid, Kalle soll sich selber in die Mitte bauen, er nimmt meinen Weg einfach. Hey, ich dachte, wir sind Freunde. Ehrenlos. Jetzt machst du den plötzlich. Ja, Bro, ich muss mich doch auch gucken, wo ich bleibe. So, 5 Kristalle, Friends. Und wir gehen zu Peter Griffins. Warst du schon oben, André, bei Peter Griffin? Nee, noch gar nicht. Griffin? Aber ich habe auch keine Kristalle bis jetzt. Okay, André, war also noch nicht wirklich. Mal in der Mitte. André, mach diese Place. Okay, wir können rein. Oh, ich war schon. Oh mein Gott, Hex, Bro. Das ist einfach Hex. Wie Hex? Oh mein Gott. Okay, es gibt Metallwände. Ich kaufe Metallwände. Metallwände sind erlaubt, weil wir so wenig Bettleben haben. Ciao. Okay, das ist sehr gut, Friends. Wir können gleich schön einen rushen gehen. Und holen uns erstmal Metallwände, dass unser Bett erstmal ein bisschen sicherer ist. Zack, gönnen uns die hier und gehen wieder hoch. Ihr habt's gesehen, da gibt's einfach Hex. Aber für jeden. Aber nur für die Leute, die halt Level 4 sind. Ja, Karl ist nicht mal Level 2. Karl hat schon gut Damage. Ich glaube, wir müssen zu André, Leute. Wir müssen zu André. Wir haben 3 Kristalle. Wir gönnen uns eine Wand, 2 Wände. Ja, 3 Wände. Weil um abzuhauen brauchen wir auch noch. Ja, wir müssen 3 Wände kaufen, okay. Jungs, was für Muni hat denn Bogen nochmal? Pfeile. Pfeile, hä? Grinch. Auch Boombo? Ja. Ah, okay. Okay, André macht da was Ekliges. Aber, Leute, unser Bett hat 3000 Leben. Das heißt, wir dürfen Metallwände placen. Ich hab Bettschutzgold für 400, das hat nichts gebracht. Irre. Ich dachte, wir sind Freunde, jetzt machst du wieder Auge, oder was? Was für Auge? Ist das nicht du? Nein. Alle 103er Headshot von meiner Base zu seiner? Bin das nicht. Kalle, guck, ich sag doch, wir haben einen gemeinsamen Feind schon immer in Bad Wars gehabt. So, meine Wände stehen, Friends. Wir sind ein bisschen protected, da. Und ihr wisst, was unser Plan ist. Oh, unser Plan ist noch nicht fertig. Chill kurz. Okay, die Jungs fighten da hinten, Friends.
brauchen aber noch Munition. Ah, wir brauchen noch Munition, Munition, Munition. Und am besten noch die hier. Kaufen wir uns mal ein paar von. Wie viel Leben hast du denn? André, ist permanent Full Shield. Permanent? Hi. Ja, irgendwie schon. Jetzt splieft er mich. Er splieft dich? Ja. Boah, eklig, dass du mit Spleefen spielst. Wollt gegen mich kämpfen? Okay, Leute, wir ziehen durch. Wir müssen natürlich auch in der Mitte die Kristalle nehmen. Die Kristalle sind's einfach. Oh, guck mal, so schön gebaut, der Weg zu André, seinem Haus. Oh, geil. Oh, André, du hast ja gar nicht dein Bett eingebaut. Doch. Ich geh kaputt. Er macht mich kaputt. Das sind Guards. Ja, Guard, ihr Wolli. Die machen aber nichts. Die schießen nicht auf mich. Ja. Guardio. Ah, du kleiner Hund. So, schieß erstmal da drüber. Oh, so, 2000. Ich hab Schild gekauft für 400, Digga. Hat nichts gebracht. Ja, André, ich lass dein Bett mit 1400 Leben. Ja, okay. Okay? Damit du dir noch die Metallwände kaufen kannst. Okay. Bro, du weißt, du hast keine Chance gegen mich. Ich hab Double Damage, weißt du, ne? Echt? Ja. Woher? Weißt du nicht. Nein, ich hatte auch nur 50 Leben. Und ein paar Kristalle, Baby! Ja, die Hälfte davon ist runtergedroppt, oder nicht? Nein, ich habe 9 Stück! 9 Stück! Okay, Leute, wir ziehen durch. Wir bauen hier Pyramiden, dass die Jungs hier nichts drauf bauen können, falls sie mich rushen sollten. Das ist eine gute Taktik, Friends. Dachte ich. Aber André hatte leider kein Gold. Okay, Friends, wir gehen hoch. Ich glaube, Jungs, ihr müsst euch... Komm, ich gönn euch die Kristalle wieder zurück, dass ihr euch Wände kaufen könnt, okay? Nö, geht's gerade nicht mal hoch, willst du nicht, André? Wir sind jetzt verfeindet. Okay. Eine Wand kann ich mir noch kaufen, Freunde. Dann habe ich meine 4 Wände. Das passt. Oder man baut lieber dein Bett ein jetzt. Ich sagte so, wie es ist. Oh, ist schon eingebaut, Bro. Keine Angst. Bau du mal lieber deins ein, Bro. Deins war einfach noch am Chillen. Ja, muck lieber nicht, okay? Ja. Wenn ich dich wasch, kommt Kalle wieder zu mir, oder was? Nee, wir so zwei haben gerade. Dann gehe ich zu Kalle. Oh, ich höre jemanden. André, muck nicht. Warum? Weil muck nicht. Weg das? Wo bist du? Sei ich nicht. In deiner Base. Ich seh dich. Komm, Bogen, Digga. Ich hab Stickies. Wo ist er? Ich seh ihn nicht. Wo ist er? André Schummi. Nö. Kalle, was machst du da? Vergiss dich, wir waren Freunde. Was machst du da, Junge? Wir sind noch nie Freunde gewesen, Junge. Aha, jetzt macht er den André. Natürlich mach ich den André. Ich hab nur am Anfang kurz gebraucht, dass er mich in Ruhe lässt, der kleine Kalle. Aber jetzt, Jungs, seid ihr komplett zerstört. Ihr seid komplett am Arsch. Bist du sicher? Okay, ich bin sicher. André, wenn du einmal nicht den André machst, können wir Odemann vernichten. André, Kalle, du weißt, André wird immer den André machen. Du kannst André seine Natur nicht ändern, mein Freund. André bleibt und ist André. Jetzt hab ich 8-mal André in dem Satz gesagt, André. Junge. Digga, Algorithmus, ich sag dir. Roger, Roger, ready to take off. Guck mal, muck nicht, Kalle. Zu dir komme ich später. André ist erstmal mein erstes Ziel. Sag, was willst du da oben, Digga? Ich komme auch zu dir, wenn es sein muss, Digga. Sag, was willst du? Hä? Muck lieber nicht. Oh, Mayday, Mayday. So, nochmal ein bisschen angehittet. André schon mal gut ein bisschen Damage hat. Aua. Ich war fast runtergefallen, aber ich hatte meinen Notfall-Rift, André. Okay, Kalle, sein Typ schießt auf mich. Er hat ein Jetpack. Woher lag? Wo? Dein Bot hat mich gekillt. Er hat alle mein Zeug. Nein. Das ist ein Jetpack. Nein. Ich habe mir den Peter-Copter gekauft für 800 Gold, ne? Weißt du, was der gebracht hat? Nichts. So sieht's aus, Digga. Aber gut so. Aber gut so, sagst du? Aber ja. Gut so, sagst du? Gut so, weil du 31er gemacht hast. Ich hab noch nie 31er gemacht. Boah, guck mal, wie er sagt. Oh, du sagst, Junge. Ekelhaft. Bah. Bah. Freunde, die Pump war... Okay, wir haben schon eine Pump. Wir gönnen uns... Oh, was ist jetzt wichtig? Der Feuerbogen ist gut. Gönnen wir uns hier ein paar Ammos. Jungs, kommt doch, wenn ihr euch traut. Sag dir so, wie es ist. Du solltest Angst haben. Vor wem? Vor mir. Wer bist du, Junge? Wer bist du? Hä? Wer bist du? Freunde, ich glaube, ich habe schon ein bisschen Angst, ich muss ehrlich sagen. Sehr mächtig.
André hat aber gut kassiert und Kalle auch. Das heißt, wir haben noch alles. Wir haben noch alles. Unser ganzes Bett. Wir haben noch 7000 Leben auf unserem Bett. Wir brauchen Gold, wir brauchen Gold. Wir brauchen Double Damage, Double Speed, Double alles, Double Base, Guardian. Alles müssen wir kurz kaufen, Friends. Er kommt mit Heli. Woher das Geld, sei ehrlich. Und Stick und du bist tot. Wie viel Leben hat der? Warum halte ich nicht drauf? Ja, geil. Ich hab Dings. So, André. Komm, 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 bitte. Ach, nö! Ich komm nicht mehr rein. Tausend Maestie. Nein. Und 1000 Leben. Nein. Junge, wie bist du da reingekommen? Mit Kalle? Mit Kalle? Mit Kalle? Normal, ey. Boah, ihr seid so eklig. André hat mich gekillt. Kann ich kurz meine Waffen haben? Danke. Da liegt alles jetzt drin. OP-Eis und all so ein Shit. Du bist so tot jetzt. Oh. Egal, gönn dir. Nimm alles Mann, mit Herz. Okay. Leute, wir dürfen uns auch keine Dinger mehr kaufen. Keine Metallwände mehr, aber die sind schon drin gewesen. Oh, es gibt OP-Eis? Ja, das hatte ich gerade mit, aber oh, jetzt hab ich's. Cool, Digga. Geiles OP-Eis. Danke, ja, ne? Digga. Chillig, oder? Danke. Danke? Ja, kein Ding, Kalle. Danke, dass du mein OP-Eis benutzt, Bro. Okay, Friends, wir bauen hier natürlich wieder ein. Zack. Normal. Und jetzt haben die Jungs. Jetzt haben die Jungs. Die wollen Krieg. Das heißt, einer von denen fliegt jetzt raus. Ja, tut das dir? Ja. Ja. Ich sag euch ehrlich. Es wird André, weil André hat's. Wobei, eigentlich war Kalle auch eklig. Ich war eklig? Du warst auch eklig. Du hast dich an André seine Schultern gesetzt einfach. An die Schultern? So, ja? Dachtest du so, ja, ich chill jetzt auf Andres Schultern. So daneben drauf. So. Daneben, genau, ja, wie daneben. So ein Papagei, Junge. Ja, Gork, Digga. Ja. Oder Mann, ich bin dir ehrlich. Was? Das willst du nicht. Kalle. Das will ich. Bist du sicher? Ja. Okay. Ja, ich dachte, ich war das Ziel eben gerade. Ja, dachte ich auch, aber jetzt will er mich auf einmal. Du bist auch das Ziel, André. Ja? Ja, aber zuerst ist Kalle dran. Ah. Also bin ich das Ziel. Wer weiß, ich spiele mit euren Köpfen. Ich bin ein Mind-Factory-Mensch. Mind-Factory-Mensch? Okay, Mr. Mind-Factory-Mensch. Kein Ding. Guck mal, wie er schon seine Base aufbauen muss. Und du weißt, du bist ein Shot, du bist tot. Ich? Ja. Hä? Peek einmal. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ich hab gespleeft aus Versehen. Ach so. Hat es geschmeckt? Sehr gut. Was? Ich hab Double Damage und damit gehe ich jetzt auf dein Bett, du kleiner Ekliger. Ja. Und jetzt? Ich esse ein Eis, bin full life. Und jetzt? Mach auf. Ja. Er killt mich trotzdem! Was hast du für Waffen? OP-Loot? Oh, nimm wir mal. Ey, das kannst du keinem erzählen, Friends. Das kannst du keinem erzählen. Nein, ich hab die... Oh, nö! So, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Schnell, schnell. Was brauchen wir noch? Oh, Jagd. Jagdgewehr, let's go. Nehmen wir die Stinkies mit und dann gehen wir wieder rein, Friends. Schon wieder? Was? Schon wieder? Vielleicht. Ich sehe gerade, Kalle will den Ekligen machen. Ja, er will nicht mitmachen. Ich mach gar nichts. Ja, er will nicht mitmachen, dann macht er so. Und dann baut er zu mir rüber. Okay, André, sollen wir kurz ein kleines Dings machen? Komm, Mitte. Guck mal, er schießt auf mich. Was willst du machen, hä? André, bist du auch dafür, dass ich ihn kurz zerfetz? Wenn du willst, kill ich ihn. Hallo? Excuse me? Wir haben 2022? Okay, er ist gekillt. Du hast nur gesagt, ich hab getan. So, Kalle? Kalle, mach lieber chillig. So wie es aussieht, hast du kein Bett mehr. So, Kalle. Verdammte Scheiße. Ich nehm dein Leben jetzt. Du Esel. Du oh Esel. Mein Gott. Esel. Oh, er spielt mit Impuls-Bombers. Geile Idee. Jetzt habe ich aber ein kleines Problem, weil ich halt nur noch ein Leben habe. Ich habe noch ein größeres Problem, weil André ist, glaube ich, hier irgendwo. Ja, nein, nein. Lüg nicht. Was würde ich sagen? Macht mehr Spaß, wenn du es weißt. Du Ekliger. Aber es stimmt. Okay, zack. Ich gehe nicht auf das Niveau von Kalle, kann ich nicht machen. Ich habe mir gerade überlegt, diese Impuls auch zu holen, aber kann ich nicht machen, Friends. Ihr wisst, können wir nicht dahin, Digga, wo Kalle gerade ist. Digga, ich musste. Ich bin tot. Ich hatte keine Alternative. Bist du ganz raus? Ich hab nur noch ein Leben. Okay. Mein Bett ist doch broke. So, André, lass ihn mir mal bitte. Ja, kein Problem. Hast du noch verdient? Willst du es wirklich, oder Mann? Bro, du kriegst auf Schnauze. Okay, komm. Ja, gar kein Problem. Wetten nicht in dein Bett sogar noch mit? Wetten nicht. Was mache ich denn mit meinen 1500 Gold? Okay, sorry, André. Nein, Digga. Ich darf eigentlich Kalle nicht. Kalle, ist dein Ernst?
Das war ich nicht. Ich habe keinen Stinkbogen, ich habe doch nur einen Pulsbogen. Ich habe auch nicht geschossen, also Kalle lügt. Kalle, ist es dein Ernst? Was denn? Oder du bist auf ganz dünnem Eis, mein Freund. Du wolltest Beef mit mir anfangen. Ich bin ganz normale dünnes Mensch. Eis, mein Freund. Okay, Freunde, wir müssen jetzt irgendwas machen, wie wir André aufhalten können. Davor muss ich kurz Kalle abmurksen. Er chillt jetzt nur noch in seiner Base. Aber warum machst du so? Er ist genau close bei dir. Oh mein Gott. Nein! Dein Dummkopf. Ich hab mich selbst aufs genommen. Ich hab ab zu Odemans Base. Gekillt. Hast du Angst bekommen, gell? Ich hab doch dein Jetpack. Was ist meins? Der ist schlürfen. Let's go. Vorbereitet. Er gibt mir einen Shot. Wie hast du mich gesehen, Bro? Bruder, gib mir noch einen Shot. Ich kann mir keine Waffen kaufen, André. Liegen noch welche, nimm dir. Warte. Bitte. Warte. Komm, wir machen Fake-Content. Okay. Oh mein Gott, ich treff dich nicht. Ich hab eh noch Dings. Du triffst mich. Engel, schieß auf mich. Ja, auf einmal die Guards schießen auf mich, warum? Wie viel Damage macht die Heavy Sniper am Bett? Wir haben Touchscreen. Touchscreen? Was für Touchscreen? Wir haben Touch. Wir haben Skin Touch. Touch. Skin Touch? Wie heißt das, Mann? Dick Touch? Nein, Spawn-Schutz. Hä? Wie komme ich auf Touchscreen? Frag nicht, Bro. Du brauchst gar nicht probieren. Mach doch mein Bett kaputt, Digga. Trau dich doch. Okay. Ich würde noch kurz warten, wäre ich du. Ja, okay. Gute Idee. Nein, mach's kaputt, komm, mach's kaputt. Wir machen hier keinen Fake-Content, André. Spiel richtig, Junge. Lass erstmal deine Guards zerstören. Du Wankos. Nerven unnormal, wie viel Leben haben die? Scheiß auf die Guards, Digga, Junge. Schon 800 Damage gemacht. Ich lebe immer noch. Ja, André, 1200 tot. Leben pro Guard. Sehr gut, André tot. Wir sind in seiner Base. Wo ist sein Geld? Wo ist sein Geld? Nein, er hat kein Geld. Okay, Freunde, wir müssen jetzt die uns gönnen. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Eine Idee. Schnell für Leute. Für André irgendwas an... Okay, er hat alles schon geschöpft, aber es ist ein 1v1, André, jetzt nur noch, gell? Ja. Muck lieber nicht, ich sag's dir. Ja, okay. Warte ab, Digga. Sieht gar nicht gut für dich aus. Du kleiner... Als Feind muss man bei dem anderen Basen bei Peter Griffins Haus auch zahlen. Und André hat OP-Loot. Leute, was macht der da? Warum ist da ein Heli auf meinem Dach? Heli? Weil es der Respawn bei dir. Du hast ihn ja gekauft. Vielleicht, aber warum auf mein Dach? Nur noch kurz auf André warten. Sag ehrlich, Odoman, willst du den Krieg? Ich will den Krieg, Bruder. Ja, komm. Schon von Anfang an. Komm lieber. Wie Leben hast du, sei ehrlich. Sag ich dir nicht. Muss ich dir das sagen? Du bist mein Feind gerade. André, ich sehe ihn halt nicht. Freunde, das Ding ist, wir müssen eigentlich in die Mitte. Okay, das ist gut. Er ist nicht da, wo ich ihn gedacht habe. Das heißt, wir ziehen durch. Nein. Okay. Ruhig, Rüdiger, ruhig. Er hat meine Mitte, du Ekliger. Ich hab keine Sniper, Bro. Ich sehe, wie du snipes hier, Call of Duty-Style. Komm. Oh, du Mann. André. Ich bin so gut. In dem Eis. Gott. Kannst du das auch spielen? Du? Ich hab halt keine AR, ne? Ja, ich mache jetzt Taktik. Nein, oh mein Gott, ich hab daneben geschossen, so traurig, Digga. Oh, let's go, Digga. Das heißt, der Win geht auf unser Nacken, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Jungs haben richtig gut gespielt. André war richtig, richtig stark, Friends. Checkt die Jungs unten in der Infobox ab, Freunde. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Habt euch lieb, macht's gut und ciao.